Live aus der Kiez-Attraktion Das Verlies. Hamburgs fesselnde Fußball-Talkshow mit Kiez-Legende Kalle Schwensen und Moderator Niklas Heiden. Heute mit prominenten Gästen wie Sven Theissen, Jörg Franke, Stefan Schnorr und Rolf Fuhrmann. MyBet EU präsentiert Ihnen Kalles Halbzeit im Verlies. Wunderschönen guten Tag, ich begrüße Sie heute an einem heißen Sommertag in dem heißesten Club auf St. Pauli, Das Verlies. Und zwar recht herzlich willkommen zu Kalles Halbzeit. Ich begrüße an meiner Seite und meinen Moderator, Co-Moderator Niklas Heiden. Hallo, mein Bruder. Und dann fangen wir schon mal an. Heute haben wir vier Gäste, das wird interessant und spannend. Als ersten Gast haben wir Sven Theissen, Marketingleiter vom VfB Lübeck. Nadine, bring uns den Gast. Ein Applaus für Nadine. Ich bleib sitzen. So, nimm Platz, die junge Dame, weil deines Amtes. Schneid dich schon mal fest. Oh, la 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 la. Da wird einem noch. Mit dem MeToo-Debatte habe ich nichts am Hut, das wisst ihr ja. Ne? Also bei mir gibt es Versage. So, fang schon mal an, dann werden sie festgeschneidet. Richtig schön fest, ne? Kennen wir ja von dir. Richtig schön fest. Sven, du hast im Alter von. Bist fest? Ich bin fest, ja. Immerhin. Er ist fest. Du hast im Alter von 26 Jahren deine aktive Karriere schon beendet. Rudi Völler würde sagen, du hast den Fußball nie geliebt. Warum hast du so früh aufgehört? Ja, ist ja das Thema, was mit Marcel Janssen ja da war. Ich hätte auch gern weitergespielt. Zu der Zeit war es so, dass ich die Vorbereitung beendet hatte und ich erst einmal wieder richtig fit war. Und dann ist mir eine Handelsscheibe auf den Zeh gefallen, Zeh gebrochen, acht Wochen wieder Pause. Das war dann so, der Kreislauf hatte sich geschlossen. Und kurz darauf hatte sich dann die Führung beim VfB Lübeck auf mich zu, ob ich dann mir vorstellen könnte, auch auf die Geschäftsstelle zu wechseln. Und war eine schwierige Entscheidung, war eine Herzenssache, auch wenn der Völler das vielleicht anders sieht. Aber war dann für mich der Weg in den Beruf und da für mich sehr dankbar und war eine tolle Chance. Und ich bin ja immer noch da. Aber wie fällt einem eine Handelsscheibe auf den Fuß? Ja, wenn man nicht so gesichert ist. Nicht, ne? Gesichert. Genau, hier wäre es mal nicht. Hier ist alles gesichert bei dir. Man kann ja bei uns, ne? Passiert sowas nicht, das ist so normal. Ja, unglückliches Ding, ne? Wie es ist. Vorher einer nicht festgemacht, Gewichte, fällt auf den Zeh, so ist das. Ne? Ja. Kann man nichts machen. Aber du hast nie in der ganzen Zeit auch mal an Comeback gedacht? So nochmal so, also wo wir schon bei Marcel Janssen sind, aller HSV3. Genau, also da kommen natürlich viele Angebote dann auch rein, auch gerade von unterklassigen Vereinen, will es nicht nochmal, ist auch nicht so viel Aufwand wie in der Regionalliga und kommen nochmal. Aber man muss ja sagen, beim VfB ist man, wenn man den Job dann macht, ist man auch ordentlich eingespannt und dann gibt es auch noch eine Frau und jetzt auch Familie, da ist man auch gut ausgelastet und naja, also das Herz juckt trotzdem noch, mit den Sponsoren bin ich auch ab und zu dann kicken und so oft es geht, ist der Ball noch am Fuß. Aber das zeitlich, das passt nicht. Wenn die Altherren wieder kommen, dann bin ich auch wieder dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Wort. Du hast jahrelang beim MSV Duisburg gespielt, hast da alle Jugendteams nahezu durchlaufen und bist ja auch da Profi geworden. Erzähl doch mal, wie besonders war die Zeit da damals beim MSV? Es gibt es ja heute eigentlich nicht mehr, dass ein Spieler alle Jugendmannschaften durchläuft und dann auch in dem Fall ein Profi wird. Es war auch damals, ich habe in der F-Jugend angefangen, war mein Stadtteil vor allem, wir sind in Meierich, bin ich groß geworden. Und meine Familie kommt daher. Es war eine Herzensangelegenheit, hatte mit 3 Jahren auch schon Dauerkarte im Wedau-Stadion noch mit meinem Opa. Da bist du halt reingewachsen und dass ich dann da für den Verein spielen durfte und den Weg da gehen durfte. In der F-Jugend bis zur ersten Herren war ich dann der Einzige. Auch in der D-Jugend waren danach auch keiner mehr da. Und das war für mich natürlich eine tolle Erfahrung. Bin dem Verein sehr dankbar, hat mir echt viel gegeben. Bei der ersten Herren war ich dann 2,5 Jahre und war mit dem Abschluss dann beim Pokalfinale, war echt eine tolle Zeit. Du hast schon gesagt, 2,5 Jahre da, du hast 6 Zweitliga-Einsätze gehabt und tatsächlich bei allen erst eingewechselt worden. Warum hat es denn nicht zu mehr gereicht? Ja, es gibt ja bei vielen Fußballern ist ja immer so eine Mischung aus Talent und Verletzungspech und vielleicht auch dann fehlt das letzte Quäntchen Glückchen oder auch der im Verein gerade ist, der mag dann die Nase nicht so. Bei mir war es schon eher so, dass ich
von mir behaupten möchte, dass ich jetzt nicht der Talentierste war. Ich hatte Lust, hatte Wille. Und nur der Wille zählt. Genau, das ist so. Deswegen habe ich es dann, glaube ich, auch in den Profikader geschafft. Aber dann da selber war ich oft auf der Bank dabei, und aber hatte da auch gute Innenverteidiger vor mir. Damals habe ich Innenverteidiger gespielt. Mhm. Und ja, schlussendlich muss man sagen, ich denke mal, wenn weniger Verletzungen da gewesen wären, hätte man auch gut und gerne die dritte Liga spielen können. Aber zweite Liga wäre dann schon das Optimum gewesen, und alles darüber hinaus war ich dann noch nicht so talentiert, dass ich das hätte fangen können. Ein Sieg ist der erste Weg zur Besserung, das ist schon mal eine gute Geschichte. So, jetzt haben wir ja am 18. das erste Pokalspiel. Da spielt ja unser Hamburger Pokalsieger TuS Tassendorf gegen MSV Duisburg. Und es ist mir mühselig zu fragen, für wen dein Herz schlägt, das können wir ja verstehen. Aber du kennst ja auch TuS Tassendorf ein bisschen. Haben die Chancen? Ja, also grundsätzlich finde ich, erstmal hatten wir vorhin schon gesprochen, sehr sympathisch, dass sich mal ein Verein auf den MSV hier im Norden freut. Sonst ist es immer so, dass bloß nicht den MSV ziehen, und Tassendorf hat... Naja, im Sandhausen ist schlimmer. Genau, also ich finde es schön, wäre auch gerne gucken gekommen, aber haben wir parallel ein Spiel. Ich glaube schon, dass Tassendorf sehe ich sowieso nicht als Fünftligisten, sondern eher als mittelmäßigen Regionalligisten mindestens. Ich glaube, das ist eine gute Truppe, die da zusammen ist, und von daher ist der Unterschied auch nicht so groß, wie jetzt vielleicht die Ligen es ausmachen. Und ich glaube schon, wenn man da geschlossen als Mannschaft auftritt, gibt es auch Chancen gegen den MSV. Ist für einen Zweitligisten immer schwierig, damals, als ich selber noch da war. Es ist immer eine Pflichtaufgabe, eine Runde weiterzukommen. Da geht jeder von außen im Verein. Und so da ranzugehen, ist dann nicht so einfach. Nicht umsonst ist das im Pokal. Ne? Was meinst du denn? Du bist ja nun auch vom Fach. Das wären wir ja nicht hier. Was müsste der TuS Tassendorf, oder was sollte er machen, damit er eine reelle Chance hat, dass er hier und deinen Lieblingsverein schlagen kann? Ja, das Wichtigste, hoffen, das ist immer Phrasen, ne? Aber das Wichtigste ist natürlich immer, dass die Jungs mit Herz darauf gehen, an sich selber glauben. Das haben wir ja nun richtig. Das, ne? Auf jeden Fall, das wären sie ja gar nicht da erst hingekommen. Ja. An sich selber glauben, und ich glaube, dass immer, man muss aufpassen, dass man sich nicht nur hinten reinstellt, sondern auch irgendwo nach vorne spielt. Sonst gibt es ja keine Tore. Ja, ne? Und sich traut. Und dann, glaube ich, hat auch Tassendorf eine Chance gegen Duisburg. Erste Runden waren nie so unser Ding. Naja. Das meine ich schon mal eine heiße Prognose. Aber kommen wir zurück zu dir selbst. Du bist jetzt Marketingchef beim VfB Lübeck. Erzähl mal, was macht man da? Ja, also bei einem relativ kleinen Verein gibt es ja viele Aufgaben, die wir jetzt nach und nach zugegebenerweise strukturiert haben, wo man sich jetzt auch selber wieder auf seinen Fachbereich dann kümmern kann. Marketingchef natürlich, Sponsorenakquise, Sponsorenbetreuung, Ausbaukampagnen, und wir wollen da jetzt auch gemeinsam sich Richtung dritte Liga gehen. Ich denke, da gehört der VfB Lübeck auch mindestens hin. Und da arbeiten wir alle hart im Verein. Ist kein leichter Weg, da wollen viele hoch, und von daher müssen wir da zusammenhalten. Und das Geld spielt dann nachher natürlich auch eine wichtige Rolle, und das einzusammeln ist dann meine mit meinem Partner da die Aufgabe, dass wir da ordentlich vorangehen. Bist du schon mal an Lübecker Marzipan rangetreten? Ich meine, jetzt ganz im Ernst, ich habe das noch nie irgendwo in Lübeck auf einem Trikot gesehen, das Marzipan. Und das ist doch also, das Aushängeschild schlechthin. Also das wäre natürlich das Nonplusultra und am herkommendsten, dass man sagt, Niederegger Marzipan auf der Brust. Ist im Moment noch nicht so, die haben eine schöne Bande oben im Stadion. Ja, wir arbeiten dran und wünschen uns. Also das finde ich, das wäre das erstrangige Ziel, weil damit verbindet man ja Lübeck generell. Die Marzipan-Kicker sind überall bekannt. Damals zu Zweitliga-Zeiten, da gibt es noch so einige Sequenzen. Da hieß es ja auch immer schon, die Marzipan-Kicker kommen. Und von daher liegt es auf der Hand. Wir arbeiten daran, dass sie uns noch mehr mögen und vielleicht nachher auf der Brust. Okay, du hast eben vor Drittliga-Aufstieg gesprochen. In der letzten Saison habt ihr das ordentlich vergeigt. Schon relativ früh in der Saison war ja klar, dass das deutlich nichts wird. Was stimmt dich denn optimistisch, dass das dieses Jahr klappt? Also erstmal ordentlich vergeigt fand ich es nicht. Ich fand es trotzdem mal eine gute Saison. Wir hatten natürlich den kalten Herbst da mit den 5 Niederlagen. Das war nicht so schön. Aber man sieht, muss ja immer das Positive aus der Saison ziehen. Ich glaube, da hat sich schon eine Mannschaft gefunden, die jetzt punktuell durch die sportliche Leitung da, wie ich finde, super angepasst wurde, dass die Mannschaft formen kann. Auch in der Vorbereitung hat man jetzt schon gesehen, dass da wirklich eine Mannschaft zusammenwachsen kann. Und ich würde den Job nicht machen, wenn ich nicht in die dritte Liga möchte. Und ich würde auch sagen,
dass es dieses Jahr schon passieren kann. Es sind natürlich viele Mannschaften, die da das Ziel haben. Deswegen sind es immer so kleine Nuancen, die da entscheiden. Aber wir arbeiten dafür, dass wir aus der Regionalliga rauskommen in die dritte Liga. Und da brennen wir alle im Verein für und geben da tagtäglich unser Bestes. Wir auf der Geschäftsstelle, aber auch die Mannschaft. Und keiner ist da, der nicht in die Liga höher möchte. Wie gesagt, es sind viele andere Mannschaften, wenn man jetzt in HSV 2 oder Weiche und Wolfsburg quasi alle aufzählen, aber die auch weitaus höheren Etat haben als wir noch und in anderen Mitteln kämpfen. Aber wir wollen uns dagegen stellen und auch oben mitmischen, auch dieses Jahr schon. Und dann schauen wir, wo es endet. Aber ich sag mal, wenn der HSV 2 dieses Jahr oben aufsteigt, dann kriegst du aber noch von mir einen Kasten Bier drauf zu. Nehme ich gerne, ja, lieber nicht annehmen. Wir sind zu Beginn der Saison. Deshalb eine mutige Prognose, wer wird Meister Regionalliga Nord? Also wenn ich jetzt nicht VfB Lübeck sagen würde, würde ich meinen Job auch nicht mehr weitermachen. Von daher sage ich VfB Lübeck. Was ist? Bravo, Applaus, 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 Applaus. Meine Frage. Wir machen immer solche Geschichten, das fällt mir jetzt gerade ein. Was ist, wenn Lübeck nicht Meister wird? Kleine Wette, wir machen Folgendes hier. Wenn Lübeck Meister wird, darfst du und deine Frau oder wer auch immer einmal hier eins unserer Verliese nutzen, denn hier, frei nach Wahl, denn hier, unbegrenzt. Ja? Die wird sich freuen. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, stellt sich nur die Frage, in welchem Part das ist, aber das ist egal, das ist eure Sache. Zweitens, jetzt musst du irgendwas, einen kleinen Gegenwetteinsatz machen. Ja, ihr könnt gerne, seid immer herzlich eingeladen auf Verlohmühle. Wir laden euch dann im VIP-Bereich und der ganzen Crew ein und dann könnt ihr gerne vorbeikommen zum Aufstiegsspiel. Zum Aufstiegsspiel? Ja, das ist ja geil. Da ja, freuen sich alle, das sind ja ungefähr ein halbes Dutzend Leute. Ja. Gerne. Ja, prima. Dann Applaus, 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 Applaus für Sven Heisse. Nadine! Heißt der Nadine? So. Sind wir schon in der Werbung? MyBed EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBed EU. Jung, sportlich, fair. Ja, Sie brauchen Zeit. Okay, als nächstes begrüßen wir den sportlichen Leiter von ASV Bergedorf 85, muss man sich merken, weil es gibt einen anderen Bergedorf-Verein noch. Und ich begrüße recht herzlich Jörg Franke. Nadine! Applaus, 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 Applaus! Jörg, zwäng dich rein, du kommst immer bei euch. Guten Abend zusammen. So, Nadine, walte deines Amtes schön fest, damit er uns nicht weglaufen kann. Ich finde das. Als wäre das nicht schon warm genug hier. Zweiter Arm auch noch. Während im Hintergrund. Ich kann die gar nicht sehen im Hintergrund. Also hey hier. Ja, das ist ja der du siehst im Scheinwerferlicht. Ja. Endlich mal dran. Ne? So, dann los. Erste Frage, mein Bruder. Ja. Ich wollte gerade sagen, starten wir direkt. Was war denn dein erster Gedanke, als du gehört hast, ASV geht wieder an den Start? Sofort Bock gehabt, mal wieder da ein bisschen mitzumischen. Man muss ja da ein bisschen ausholen, weil es gab den Verein ja 7 Jahre fast nicht. Und wir sind bei Null gestartet, ohne Mannschaft, keine Klamotten. Ja, offiziell gab es ihn schon, aber als FC Bergedorf 85. Und der Vorstand hat sich irgendwann entschlossen, wieder eine Fußballabteilung zu machen. Dann sind wir vor 4,5 Jahren gestartet, nicht mit nichts. Keine Mannschaft, keine Klamotten, gar nichts. Wir hatten nur die Sandertannen, den Namen und mehr nicht. Dann sind wir gestartet und jetzt innerhalb von 4 Jahren 2-mal aufgestiegen, die Bezirksliga und ich glaube... Das ist schon mal Applaus wert, meine Herren! Ich hab mehr! Ich glaube, die Eltern leben wieder, macht Spaß, gute Truppe, gute Jungs, ein paar sind ja auch hier. Genau, insofern, es macht Spaß, definitiv. Der ASV steht ja auch für Tradition und eindeutig, ja. Eindeutig. Erfolge. Was macht denn der Verein für dich aus? Ja, es muss ja irgendwas gegeben haben, wo du gesagt hast, deswegen... Soll ich ganz ehrlich sein? Mhm. Also ich habe ja nur ein paar Jahre in anderen Vereinen gearbeitet und in vielen Vereinen auch Regionalliga, Oberliga und. Da war immer alles unter anderem ja auch der VfB Lübeck. Unter anderem beim VfB Lübeck ein paar Jahre. Da war eigentlich immer alles vorhanden.
Und das hat mich eigentlich am meisten gereizt. Es war nichts da, kein Geld, keine Mannschaft, keine Trikots, nichts. Und eigentlich das war am meisten gereizt. Genau. Von null auf aufzubauen, ohne Grundlage, das war eigentlich das Spannende an der ganzen Geschichte. Ja. Also dann hatte ich ja schon also auch mal wieder Bock, selber die Güte genau. aufzustellen. Und auch als Trainer wieder. Ich habe nur jahrelang als Trainer nicht gearbeitet. Bin dann wieder als Trainer eingestiegen und es hat richtig Spaß gemacht. Gute Truppe, gute Jungs, gut mitgezogen. Sieht man auch, ne? Wo wir jetzt stehen. Ja. Denkt man da überhaupt an Aufstieg, wenn man so eine Truppe übernimmt? Du hast nichts, du hast keinen Trikot, du hast keine Bälle. Du hast eigentlich keine Mannschaft, also eigentlich hast du auch keinen Verein? Zu Beginn mit Sicherheit nicht. Also wir wollten einfach nur anfangen, Spaß haben, na, den Verein wieder aufleben lassen. Aber dass es gleich so gut läuft, im ersten Jahr gleich aufzusteigen, damit haben wir mit Sicherheit nicht gerechnet. Aber nun hast du ja, wie gesagt, extrem dazu beigetragen als Trainer. Jetzt hast du das Traineramt abgegeben Richtig. Und bist der sportliche Leiter. Was war der Sinn der Sache? Ja, also erstmal kann ich das ganz, ganz offen aussprechen. Ich bin ja 60 geworden und ich habe jetzt 4 Jahre Trainer gemacht. Einsatz hatte ich auch keine Lust mehr, bei Wind und Wetter draußen zu stehen. Ja, einiges hat das mit 70 nur. Ja, okay. Der ist auch wahrscheinlich fitter als ich, weiß ich nicht. Kann wahrscheinlich auch deutlich mehr. Naja, okay, durchaus, ja. Nein, ich habe gesagt 4 Jahre. Ich wollte nur 2 Jahre machen eigentlich. Ich habe dann 4 Jahre draus geworden. Ja, klar. Die Jungs haben mich jedes Jahr wieder neu motiviert, weiterzumachen. Ich sage, jetzt habe ich jetzt meinen jungen Co-Trainer zum Cheftrainer gemacht, lass die Jugend dran, 4 Jahre reichen. Gut. Und es war auch so, dass unser Präsident ja auch mittlerweile Mitte 70 ist und die wollte ich auch ein bisschen entlassen. Ja, insofern war das eigentlich naheliegend, dass ich die Aufgabe übernehme und jetzt quasi die ganze Fußballabteilung mache, mehr oder weniger. Wir haben jetzt demnächst, wir haben das Thema, das wird heute wahrscheinlich nochmal angesprochen werden, Pokalspiel TuS Dassendorf gegen MSV Duisburg. Ihr wart so nett und freundlich und habt euer etwas größeres Stadion den TuS Dassendorf zur Verfügung gestellt. Gab es da sofort Zustimmung in der Vereinsebene oder wurde da gemurrt? Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also Robert hat mich angerufen, der kaufmännische Leiter hat mich angerufen und gefragt, ob das machbar wäre. Ich dachte, wenn du das mit dem Bezirksamt hinbekommst, steigen wir sofort mit ein. Wir haben auch kräftig mitgeholfen beim HSV-Spiel. Mhm. Unsere ganzen Mannschaften haben mitgeholfen als Ordner. Und bei 4.000 Leute da oder so, ne? Fast 4.000 Menschen da. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Nein, ja, gut, HSV, okay. Aber Ähnliches ist ja wohl bei dem Pokalspiel auch zu erwarten. Genau, ne? Genau das Gleiche. Wir helfen auch mit. Wieder mit ein paar Mannschaften, machen Ordnungsdienst, machen Balljungen und. Prima. Das klappt wunderbar mit Dassendorf. Das freut mich, siehst du. Dann sehen wir uns ja beim Spiel. Ja, gerne, sehr gerne. Ja. Danke, Michael. Wollt ihr euren Applaus jetzt nicht unterschlagen? Aber es gibt da ja auch noch einen anderen Verein. Wo meinst du jetzt? Wo? In Bergedorf, auch wenn du es nicht gerne hörst. Nämlich den FC Bergedorf. Wie siehst du denn die Rivalität zwischen euch? Die ist ja doch immer mal wieder recht groß. Soll die Sendung heute noch zu Ende gehen oder brauchst du... Erzähl mal, wir sind nicht im Fernsehen, wir sind im Internet, bei uns kann es auch länger dauern. Ja gut, natürlich ist die Rivalität da, gerade jetzt, wo die Bezirksliga abgestiegen sind. Wir trainieren auf zwei Kunstrasen zusammen. Ja, ist natürlich da die Rivalität, ganz klar, gar keine Frage. Sie haben viele Jugendmannschaften. Aber im Moment ist es halt so, dass wir, glaube ich, ein bisschen die Nase vorne haben. Wenn man auf die Tabelle guckt, sind wir eigentlich ganz gut dabei und FC ist letzter. Ich würde mir irgendwann wünschen, sage ich ganz offen, würde mir irgendwann wünschen, dass wir irgendwann wieder zusammenkommen, weil das sind ja alte ASVer mehr oder weniger, haben sich halt nur umbenannt auf FC. Ob das irgendwann so weit kommt, weiß ich nicht. Ich hoffe das, dass es irgendwann mal funktioniert. Ansonsten müssen wir mal sehen, dass wir uns auf dem grünen Rasen im 5. Spiel dann aufeinandertreffen und mal sehen, wie es dann ausgeht. Meinst du tatsächlich, es kommt zum Spiel noch? Das liegt nicht an uns. Wir wollen gerne spielen. Wir wollen gerne das Derby spielen. Bestimmt vor einer ordentlichen Kulisse auf den Sandertannen. Ob der FC bis dahin durchhält, weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Würdest du es dir dann wünschen? Ja, auf alle Fälle. Ja, na klar. Ist doch logisch. Wer spielt nicht gern Derby so, und dann als Sieger vom Platz zu gehen und dann ein bisschen Party zu machen, wenn es denn so kommt, ohne Arroganz Gottes Willen. Und nein, ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass sie das dann auch durchhalten. Und dann wird 90 Minuten lang auf dem Sandertannen gespielt. Also ich lehne mich weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wenn ihr spielt, sind die 3 Punkte sehr sicher beim ASV. Aber gut, wir werden das sehen. Wollte ich gerade sagen, wir werden das sehen. Machen wir mal, Karl hat es eben schon angesprochen, einen kleinen Sprung zum DFB-Pokal, zu TuS Dassendorf. War das tatsächlich, also es war ja tatsächlich in den letzten Jahren immer mal wieder so, dass der Rasen auch nicht so dolle war bei euch im Stadion. Jetzt war ich gegen HSV, als ich es gesehen habe, war ich schon stark überrascht. Also, und ich denke mal, gegen Duisburg wird er ähnlich gut sein. Was habt ihr gemacht? Hast du abends zur Grasnarbe gesetzt und ein bisschen Nein, was erzählt, oder?
Der Platz war sehr fleißig, wie er eigentlich immer ist. Mhm. Aber es ist auch so, man muss dazu sagen, dass wir jetzt die nächsten beiden Heimspiele nicht auf Rasen austragen dürfen, weil er geschont werden muss. Ganz ärgerlich. Ja, gut, aber ich spiele halt auf Kunstrasen. So schlimm ist es auch nicht. Erstes Spiel haben wir auch gegen vier Maßstände gewonnen. Also so schlimm ist es nicht. Ich kann es durchaus nachvollziehen, ist völlig in Ordnung. Die Duisburger, die das noch wollen, guten Rasen vorfinden. Und es ist also kein Beinbruch, Gottes Willen. Also deswegen ist der Rasen auch gut. Ist gut gepflegt worden. Und wenn wir nicht drauf trainieren können, nicht drauf spielen können, ab 18. geht es wieder los. Dann dürfen wir wieder flach machen. Und dann drauf trainieren und drauf spielen. Und das ist alles gut. Mhm. Habe ich auch keinen Stress mit dem Gegner. Alles gut. Mit welchem Ziel geht ihr denn in die Saison? Drin bleiben. Ich habe ausgegeben einstelligen Tabellenplatz. Ich glaube, das würde der 9. Platz sagen. Das ist völlig in Ordnung, das reicht. Absolut. Für einen Aufsteiger mit einer Mannschaft, wo es kein Geld gibt, darf man auch nicht vergessen. Das glaubt mir immer keiner. Aber es ist einfach so, bei uns gibt es kein Geld. Also kein Geld für die Spieler? Kein Geld für die Spieler. Na klar, für die Trainer schon. Und was auch normal ist, auch legitim ist, auch für die Spieler gibt es kein Geld. Und dafür, finde ich, machen wir das ganz ordentlich. Und bezüglich jetzt einfach das Ziel drin zu bleiben, einstelligen Tabellenplatz, und dann kann man irgendwann mal in Ruhe, wenn wir da auch mal so ein Sponsor um die Ecke kommt, ich gucke mal gerade durch die Saal hinten, so der hinten sitzt und sich Luft zuwedelt, dann wären wir natürlich sehr zufrieden, würden wir gerne einkaufen, aber ich, naja, beim Whisky näher vielleicht mal, ne? Michael, sprechen wir nochmal. Ich glaube, da kommt der Michael in einen kleinen Interessenskonflikt. Nein, völlig klar, alles gut. Gut, ja. Ich habe nichts mehr, Kalle. Ja. Außer dir fällt noch irgendwas Schlaues ein. Nö, eigentlich nicht. Es ist ja umfassend von dir abgedeckt worden, die ganze Geschichte. Dann ist es ich ja Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Jörg, dass du heute gekommen bist. Ein Applaus für dir. Und dann wieder unsere heißgeliebte Nadine. Das ist ja erlöst. Ein ganz schön Whisky trinken. MyBad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair. Okay, dann begrüßen wir als nächstes unseren Gast auch wieder vom VfB Lübeck. Diesmal den Sportdirektor und recht herzlichen Applaus hier Stefan Schnorr. Nadine! Hallo, Stefan, nimm Platz. Ja, gerne. Ungewöhnliche Kulisse für dich, aber es nützt nichts, da musst du mit durch. Nadine, ich kenne das, ich war schon mal bei dir. Oh, na, von daher ja. Ist das nichts Neues. Privat oder beruflich? Privat. So. Ist natürlich eigentlich auch eine schöne Location, um Transferverhandlungen zu führen, oder? Bei mir, ich habe es den HSV zigmal gesagt, hätten die bei mir eine Trainingseinheit eingelegt, der wäre nicht abgestiegen, da kannst du sicher sein. Wem hast du es denn angeboten? Den ganzen öffentlich zu lesen. Zu welcher Trainerzeit? Da waren ja ein paar mehr. Bei mehreren, bei Gisdorf, auch schon bei Labbadia. Also ich stehe ja zur Verfügung, aber die Leute sind so öffentlich dafür. Ich möchte aber mit dem HSV jetzt nicht aus meiner Warte sprechen, wenn wir fragen hier den Herrn zum HSV. Du hast eine Menge dazu zu sagen. Kommt auf die Fragen drauf an. Naja, du bist ja ein langjähriger HSVer. Wie tat denn der Abstieg? Ja, natürlich tut das weh, wenn du in der Stadt lebst. Du hast bei dem Verein gespielt. Der Verein hat dir die Chance gegeben, Fußballprofi zu werden. Du hast da A-Jung gespielt, Amateure, und bist dann Profi geworden. Dann tut das schon weh. Klar, ich war eine relativ lange Zeit dann weg, war in England, in Wolfsburg. Aber du verfolgst den HSV natürlich schon, das ist ganz klar. Mhm. Wäre der HSV denn auch mit dir als Sportchef abgestiegen? Sagen wir mal so, ich glaube, ich hätte gewisse Sachen anders gemacht. Was hättest du anders gemacht? Oh, ich hätte vorher eingegriffen, hätte mit Sicherheit mehr mit dem Trainer gesprochen, mehr mit dem Trainer kommuniziert, ihm gesagt, pass mal auf, dass das und das nicht der richtige Weg ist. Kurze Frage, mit welchem Trainer? Alle, die da waren. Nein, nochmal, das ist ja das, was heutzutage, glaube ich, immer so ein bisschen vergessen wird. Der Trainer ist ja letztendlich, wenn ich Sportdirektor bin, ist er mein Angestellter. So, und wenn ich sage, pass auf, am Wochenende möchte ich ganz gerne, dass sie offensiv spielen, dann hat er eigentlich mit seiner Mannschaft offensiv spielen zu lassen. So, nur, jetzt muss man einfach mal gucken, inwieweit auch jeder Trainer das Optimale aus dieser Mannschaft rausgeholt hat. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben viele Trainer, die da waren, bei weitem nicht das Optimale rausgeholt.
Ja, das haben wir nun gesehen. Ich war ja nun 10 Mal da gewesen. Wie gesagt, ich möchte mich dazu nicht äußern, weil sonst werde ich hier gesperrt. Öffentlich-rechtlich. Wenn wir schon dabei sind, du sagst Trainer und rausgeholt. Holt Tietz denn aktuell das Optimale raus? Ich glaube schon, dass man beim HSV endlich mal jemanden hat, der eine Philosophie hat, der eine gewisse Art und Weise, eine Vorstellung davon hat, wie er Fußball spielen lassen möchte. Dementsprechend hat er seine Mannschaft zusammengestellt. Er hat mit Ralf Becker einen sehr, sehr fähigen und guten Sportdirektor, die beide die gleiche Sprache sprechen. Und ganz, ganz entscheidend ist einfach, dass die beiden sich nicht in ihr Metier reinreden lassen. Ich glaube, das war in den letzten Jahren... Es gibt ja auch kaum noch einen, der da reinreden könnte. Ach, das war vor einiger Zeit, war das mal anders. Da war da der ein oder andere, der hat da mal reingeredet, wollte Transfers machen, obwohl er nie auch nur irgendwie mal Fußball gespielt hat. Und solange man das, glaube ich, nicht versteht oder begreift beim HSV, dass die man für Sportliche geholt hat und für Sportliche verantwortlich sind, die sollten auch sagen, welche Spieler geholt werden. Natürlich alles im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, ganz klar. Nur wenn jemand kommt, der nie auf dem Niveau Fußball gespielt hat und meint, Spieler verpflichten zu können, dann ist das relativ schwierig. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich gebe dir da vollkommen recht. Dann können wir ja aufhören. Nein. Immer wenn es um HSV geht, bin ich sehr, sehr vorbelastet, muss ich leider sagen, weil das hat mich so gebeutelt. Aber wir müssen ja sagen, es ist tatsächlich mal eine Saison, wo man nicht nur mit Euphorie reingegangen ist, sondern wo es ja auch mal verhältnismäßig ruhig war in der Vorbereitung. Für HSV-Verhältnisse. Drückt der Schein? Also sagen wir einfach mal so, dieses Thema Euphorie, mir persönlich geht das auf den Sack. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich abgestiegen bin aus der ersten Fußball-Bundesliga, dann weiß ich nicht, woher diese ganze Euphorie kommt. Ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, man hat endlich einen Trainer und einen Sportdirektor gefunden, wo man sagt, ja, die arbeiten top zusammen, die wissen, wovon sie sprechen, die wissen, in welche Richtung das geht. Aber das Ganze hat doch, warum habe ich jetzt eine Euphorie? Es ist toll, dass du 57.000 Zuschauer im ersten Spiel hast und dass du eine tolle Vorbereitung gehabt hast. Nur im Endeffekt hast du 3-0 verloren. So, und jetzt ist es aber in Hamburg wieder so, dass jetzt genau das Gegenteil ist. Mit einmal ist die Mannschaft zu schlecht für die zweite Liga und wir sind wieder da, wo wir vor 8 Wochen waren. Boah, das ist schon anstrengend. Das ist gerade für die Spieler, die geholt worden sind, ist das nicht einfach. Damit umzugehen, das ist eine Sache, das ist nicht einfach. Mal zurück zu deinem Verein, VfB Lübeck. Als Sportdirektor, was ist dein Ziel? Was willst du jetzt anders machen? Was willst du jetzt verbessern? Na, Ziel ist es, den Verein in die dritte, beziehungsweise auf Sicht gesehen in die zweite Fußball-Bundesliga zu bringen. Da, wo er mal war, da gehört dieser Verein hin. Der hat viel, viel Potenzial, was im Moment schlummert, was man mit Sven Theissen und ganz vielen anderen Leuten zusammen wecken kann und auch nachhaltig machen kann. Ich habe im September letzten Jahres angefangen, ich habe eine Mannschaft vorgefunden, die sportlich gut zusammengestellt war. Nur von der Mentalität und vom Charakter her war das so der Traum jeder Schwiegermutter. Jeder einzelne Spieler war lieb und nett und das bringt mich aber nicht weiter. Das bringt mich nicht in die dritte Fußballbundesliga, in die dritte Liga, nicht in die zweite Liga. Und dementsprechend haben wir versucht, so ein bisschen den Kader zu ändern, die Mentalität zu ändern, den Charakter zu ändern dieser Mannschaft. Ich glaube, dass uns das relativ gut gelungen ist, was die Vorbereitung gezeigt hat, was auch jetzt die ersten 2 Spiele und das Pokalspiel gezeigt hat. So, und von daher muss diese Mannschaft jetzt Schritt für Schritt, Spiel für Spiel zusammenwachsen und dann werden die Lübecker noch sehr, sehr viel Freude an dieser Truppe haben. Ja, das hoffen wir auch mal. Ne? Das heißt, du gehst fest davon aus, dass ihr auch oben mitmischt? Oder wem würdest du da oben noch? Also ich gehe schon davon aus, dass wir oben mitmischen. Mitmischen wird mit Sicherheit Weiche wieder, das ist ganz klar. Werder Bremen 2, Wolfsburg Amateure werden mitmischen. Alleine schon, weil sie ganz, ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben. Das ist einfach so, aber da muss man auch sagen, dass diese Mannschaften haben normalerweise in der Regionalliga auch nichts zu suchen. Die sollen eine eigene Liga bilden, die sollen eine Nachwuchsrunde bilden, wo sie untereinander spielen können in Deutschland. Wenn der HSV gegen, was weiß ich, St. Pauli oder Deutschland Kiel spielt, dann können die Nachwuchsmannschaften auch gegeneinander spielen am gleichen Tag. Denn für uns Vereine wie Lübeck und Weiche und Drochtersen und wie sie alle heißen, ist das immer eine Sache. Wir müssen uns immer danach richten, wann die Profimannschaften spielen. Dementsprechend werden unsere Spiele terminiert. Das heißt, dass wir
vielleicht weniger Zuschauer haben. Von St. Pauli kommt kein Fan nach Lübeck, vom HSV kommt kein Fan nach Lübeck, vom VfL Wolfsburg kommt kein Fan nach Lübeck. Und wenn man dann sieht, dass wir mit unseren Fans, dass das immer zwischen 150, 200, 250 Mann sind, die mit hinfahren zu Auswärtsspielen, dann ist das für den gastgebenden Verein immer toll, weil sie mehr Einnahmen haben. Nur für uns als gastgebenden Verein ist das immer ätzend. Wir haben immer zwischen 1,4, 2.000 Zuschauer im Schnitt. Nur das halt sind sehr, sehr wenige von dem Gastverein. Gerade wenn du in der Regionalliga Nord jetzt, ich glaube, 6 oder 7 Zweitvertretungen hast, dann ist das schon eine Sache, die man überdenken muss. Gerade wenn es gegen den VfB Lübeck geht oder wahrscheinlich auch gegen Weiche, dann treten diese Zweitvertretungen immer mit ihrer Top-Besetzung an, immer mit Spielern oben aus dem Profikader. Wenn sie gegen andere Mannschaften spielen, die weiter unten stehen, dann ist das eher eine bessere U19. Aber ich glaube, es liegt ja dann auch ein bisschen an dem Verein, weil wenn der Verein interessant spielt, wenn er gut spielt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch Fans von St. Pauli oder von wo auch immer her mitreisen, weil sie eben ihre Vereine anfeuern müssen und weil sie wissen, es wäre schön, wenn das so ist, aber dem ist nicht so. Es ist, wir spielen jetzt am Freitagabend beim VfL Wolfsburg, was mit Sicherheit eines der Top-Spiele ist in dieser Saison in Wolfsburg im Stadion. Tolles Stadion, 5.000 Zuschauer. Da hat man uns gebeten, dementsprechend Freitagabend zu spielen, weil am Samstag ist Stadioneröffnung oder Saisonfest in Wolfsburg. Da erhofft man sich noch ein bisschen mehr Zuschauer. Ansonsten spielen diese Mannschaften vor 200, 300 Zuschauern. So, für die Spieler ist das bitter, weil da sind gute Jungs dabei, die spielen guten Fußball, das sind tolle Mannschaften, tolle Nachwuchsmannschaften. Nur es bringt uns als Verein in der gleichen Liga, bringt es uns nicht weiter. Und da muss man einfach Regelungen finden oder Regelungen treffen. Wenn du das schon so offen ansprichst, warum ist es dann so, dass trotzdem die U21-Mannschaften ja über die ganze Saison hinweg eigentlich immer recht weit oben stehen? Das liegt ja nicht nur daran, dass Spieler von oben von den Profis runterkommen. Ich weiß nicht, haben sie meistens ja nicht gut trainiert. Das kommt ja eher selten vor, dass jetzt tatsächlich ein Spieler von den Profis runtergeschickt wird, nur weil der VfB Lübeck oder Weiche Flens bekommt. Ach doch, das ist schon der Fall. Das kann ich dir mal zeigen. Die Ausstellung in den letzten Jahren oder in den letzten Saison kann ich dir das schon zeigen und die Vergleiche zu den anderen Mannschaften. Nur ist es einfach so, dass man sagen muss, Vereine wie der VfL Wolfsburg, der HSV oder Werder Bremen, die haben einfach einen viel, viel höheren Etat für diese Mannschaft. So, und je höher der Etat ist, desto höher ist auch deine Qualität an einzelnen Spielern. Bei Werder Bremen 2 ist zum Beispiel ein Spieler, der hat, glaube ich, einen Wert von über 600.000 Euro. Das ist beim VfL Lübeck die Hälfte der Mannschaft. So, wenn dieser Spieler nur annähernd diese Qualität hat, dann wird das relativ schwierig für uns als Verein. Nur, und da müssen wir uns halt Wege überlegen, einfallen lassen, wie wir dagegen steuern. Dann müssen wir halt ein bisschen, was das Scouting angeht, ein bisschen intelligenter sein als andere Vereine. Vielleicht auf den einen oder anderen Charakter mehr setzen. Und das haben wir diese Saison gemacht. Und jetzt gucken wir mal Spiel für Spiel, was dabei rauskommt. Und am Ende kackt die Ente, heißt das so schön. Das stimmt. Am Geld liegt und hier, dass man in der Liga irgendwie drin bleibt. Ne? Also das hat man ja nun gesehen. Aber wir haben ja von deinem Kollegen vorher schon eine Wette oder eine Prognose, was den VfB Lübeck anbetrifft. Jetzt von dir eine Prognose nach dem 0:3. Schafft der HSV den Wiederaufstieg direkt oder nicht? Ja. Ja, weil der HSV einfach in der zweiten Liga mit dem 1. FC Köln zusammen über das beste Gesamtpaket verfügt. Das muss man einfach sagen. Und nochmal, haben wir jetzt in der Garderobe gelassen, ne? gegen Kiel. Ja, aber Kalle, ich habe das Spiel nicht gesehen, man hat mir das erzählt, wenn der HSV in den ersten 20 Minuten 2 seiner Chancen nutzt, dann steht es 2-0 für den HSV, dann fragt kein Mensch mehr nach Holstein Kiel. Ja, aber das haben wir das letzte Jahr trainiert, bei jedem Spiel fast gehabt. Ich war fast jedem Spiel im Stadion gewesen und das war jedes Mal das Gleiche, weil man sagt, warum nutzen die ihre Chancen nicht? Weil sie einfach blöde sind, Punkt. Ja,
Boah, sagen wir mal so. Das ist, also, wenn ein Spieler wie der Müller, wenn der beim ersten Spiel ein Tor schießt und fängt an zu jubeln, wie Ronaldo, und sich dabei hier die Sehne reißt oder sonst etwas, dann würde ich ihn erstmal 3 Monatsgehälter von streichen wegen Vereinschädigung. Ja, aber der spielt ja jetzt nicht mehr beim HSV. Ja, aber der ist ja weg. Ja, aber das sollte die Leute auch viele gezählt haben. Aber du hattest vorhin was angesprochen, was ja in den letzten Tagen auch immer wieder diskutiert wurde, nämlich Heribert Bruchhagen sagte vor einigen Tagen, ein Spieler wie Lasogga oder ein Holtby, die jetzt dafür gefeiert werden, dass sie ihre Verträge beim HSV verlängern, das wäre eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die den Karren auch wieder aus dem Dreck ziehen, so auf gut Deutsch gesagt. Siehst du das auch so? Also nochmal, das ist ja einfach eine Sache. Ich verstehe nicht, warum man immer auf den Jungs rumhackt. Was können denn diese Spieler dafür, dass Verantwortliche des HSV ihnen ein Angebot gemacht haben über 3,4 Millionen Euro pro Jahr? Jeder hier im Raum würde sagen, ja klar, da schreibe ich den Vertrag. So, und jetzt kommt es zu einer Phase, für mich Lasogga das beste Beispiel, der hat dem HSV geholfen, in der ersten Liga zu bleiben, hat 8, 9 Tore gemacht, hat daraufhin einen neuen Vertrag bekommen, so. Dann geht es in die neue Saison, Vorbereitung, wie auch immer. Jetzt trifft er mit einmal nicht mehr. Dann heißt es beim HSV sofort, den müssen wir verkaufen. Müssen wir loswerden. Anstatt mal zu fragen, Lasogga, was ist los mit dir? Isst du falsch? Bist du nur noch am Saufen? Ziehst du dir die Schuhe falsch rum an? Was ist los mit dir? Das ist das Kapital des HSV. Darum muss ich mich kümmern. Und wenn ich das nicht mache, dann mache ich meinen Job nicht richtig als Verantwortlicher des HSV. So, und da sind einfach in den letzten Jahren zu viele Spieler, die zum HSV kommen, werden ja nicht besser, sondern sie bleiben stehen oder werden schlechter. Die kommen von kleineren Vereinen. Bei kleineren Vereinen hast du 1, 2, 3, 4 Leute beim Training, hast keine Medien beim Training. So, jetzt kommst du zum HSV. Noch nie abgestiegen, 300 Leute beim Training, Radio, Zeitung, Fernsehen, Internet, alles da. So, dann kommst du in die geilste Stadt der Welt oder von Deutschland zumindest, so. Und jetzt kommst du aus Augsburg oder Mainz oder wo auch immer her, wo du ein Lokal, einen Club hast, wo du hingehen kannst. Jetzt kommst du nach Hamburg. In Hamburg guckst du mal links und guckst mal rechts. Dass du da als junger Mann eventuell vielleicht mal die Konzentration verlieren kannst für deinen Job, könnte man sich vorstellen. Nur dann muss ich als Verein dafür sorgen, dass das nicht so ist. Und dann muss ich die Jungs darauf vorbereiten. Muss sagen, pass mal auf, wenn ihr nach Hamburg kommt, der Druck ist was anderes. Und wenn ihr irgendwo hingeht feiern, dann macht das so, dass euch kein Mensch sieht. Ne? Jeder von uns. Wir waren früher auch feiern mit Uli Stein und was weiß ich wo. Bloß wir haben es da gemacht, wo uns kein Mensch gesehen hat. Nur, das sind einfach Sachen. Mir ist das, geht das immer zu schnell. Die Spieler sind schuld. Die Spieler sind schuld. Die Spieler sind schuld. Und normalerweise geht das immer oben los. Der Fisch beginnt immer zuerst am Kopf zu stinken. Und das, was du als Verein vorlebst, das wird unten mal rauskommen. So, und das hat man in den letzten Jahren beim HSV gesehen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Daniel. Das Schlimmste, was der HSV hatte, das war der vorletzte Aufsichtsrat und Herr Bruchhagen. Das sind die Totengräber vom HSV gewesen. Und ich kriege das Würgen, deswegen will ich das hier abbrechen, weil sonst werde ich unseriös. Und das passt ja noch gar nicht zu mir. Mein lieber Stefan, wir danken dir recht herzlich. Es war sehr gerne. Sehr inhaltlich gutes Gespräch. Du hast deine ganzen Meinungen, deine Ansichten dargebracht. War ein paar gute Einblicke gewesen. Wir werden mal sehen, vielleicht, dass wir auch etwas mehr Mitgefühl mit den Spielern haben. Es geht nicht um Mitgefühl. Das heißt, mal zu hinterfragen, warum. Ich weiß ja, was du meinst. Ne? Ne? Aber du hast insofern schon recht. Und der HSV, das war nicht nur die Spielung, muss man so sagen. Es war die Vereinsführung, angeführt von Bruchhagen. Pass auf, wir können ganz einfach einen Vergleich machen. Normalerweise wäre es doch so, wenn die Spieler das so geil finden würden, immer auf die Fresse zu bekommen, nach jedem Spiel. Brauchen sie nur hierher kommen. So sieht's aus. Dann werden sie hier Stamm kommen. Hab ich ja gesagt. Ja, das ist doch so. Ich wollte sie ja hierher haben, um sie zu motivieren, um ihnen zu sagen, was passiert, wenn sie nicht gut spielen. Hätte gewirkt, aber da hatten die, wie gesagt, auch die Oberen etwas dagegen. Trotzdem, wir bedanken uns recht herzlich bei Stefan Schnorr. Einen kräftigen Applaus. Wunderbar. Ich bedanke mich, dass du da warst heute. Sehr gerne. MyBed EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf.
In möblierten 3-Sterne-Apartments, modern eingerichtet mit Küche und Bad oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair. Okay, und der Letzte. Jan, begrüße ich ganz recht herzlich einen lieben Freund, und zwar Rolf Rollo Fuhrmann. Nadine! Rolf, mein Bruder, nimm Platz. Jungs, schön, dass du hier bist. Hier gebe ich nur so die Hand. Ich weiß doch warum, ne? Ja, ich weiß. Ich habe das schon gehört. Während Rolle jetzt festgemacht wird, möchte ich den Anwesenden mitteilen. Rolf hatte gestern seinen Geburtstag. Wir sagen jetzt nicht welches Jahr, ist egal. Aber ein kleines kurz. Happy Birthday! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday, lieber Rollo, Happy Birthday to you. So, Applaus. Gern geschehen. Das musste sein. Das war das Netteste, was du dir heute entgegenbringen konntest. Richtig. Jetzt kommt die Frage. Ja, das bin ich gewohnt. Nein, das geht los. Du hast 2001 irrtümlicherweise den FC Schalke 04 zum Meister erklärt? Nee, nicht irrtümlicherweise. Was ein Quatsch. Ich habe sie nach 58 zum ersten Mal wieder wenigstens für 4,5 Minuten zum Meister gemacht. Und da sollten sie auch stolz drauf sein. Ich weiß nicht, was sie wieder werden. Also verfolgt sich das nicht mehr von Arbeit? Nee, die einige sagen dann Meistermacher, aber sage ich dann, genieße es wenigstens mal. Da war immer Meister. Ich sehe auch nicht, wann sie das wieder werden soll, mal ganz ehrlich. Nein, ich gönn's ihnen ja. Aber wer soll denn Meister werden, außer Bayern? Ja, sehe ich auch so, aber wie gesagt, wir müssen ja dran glauben, dass es was ist. Sonst hätte es ja keinen Sinn, dass wir ins Stadion gehen. Ne? Richtig. Und manchmal passieren ja Wunder und solche ganzen Geschichten. Ja. Vielleicht nicht nur in Hamburg, sondern auch endlich mal auf Schalke. Du hast aber, bevor du Journalist warst, beziehungsweise Reporter bei Sky und Premiere, warst du DJ, du hast studiert, du hast gekellnert, du warst auch zwischenzeitlich mal Taxifahrer, hast mal ein paar Sketche geschrieben. Wie kommt man dann zu Premiere? So hieß es ja damals noch. Ich habe gerne Taxi gefahren, 3 Tage Taxi fahren, Rest habe ich Windsurfen gemacht und so weiter und mich um meine Freunde gekümmert. Also das war eine schöne Zeit und alle redeten davon, sie wollen weg vom Taxi fahren und so weiter. Ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch gefahren, Rest in Dänemark und so. Und dann kam mir aber die Idee, als die Privatradios aufmachten, 87 so, dass ich, da hätte ich wohl Lust zu. Habe ich mich da beworben, bin natürlich abgelehnt worden. Ein halbes Jahr später war ich Ressortleiter Sport. Das kam so, dass ich Sketche geschrieben habe. Und ich hatte am Schreibtisch hatte ich 3, 4 glorreiche Ideen in meinem Leben. Die habe ich dann gleich umgesetzt. Habe ich angerufen, den Moderator Werner Langmark, die hat eine 3-Minuten-Satire-Stück da in ihrer Sendung, in ihrer Sport. Welcher Sender war das, wenn ich fragen darf? Radio 107, jetzt Rockantenne, zwischenzeitlich Alsterradio. Ah. Tolle Besetzung mit Lou Richter und weiß ich, der Tim Krohn von NDR. Also sind alle was geworden. Stefan Lambi, der da die Dokus macht, auch für die ARD und so, Debate. Also super Leute auch. Und ich hab da, bin da hingekommen, ich habe Werner Langmark angerufen, ich habe gesagt, du, wollen wir nicht irgendwie einen Sketch machen? Ich habe da eine Idee. Ostfriesland, ich bin ja Ostfriese, bewirbt sich für die Olympischen Winterspiele 92. Für die Abfahrt nehmen wir den Bahnhof leer und den Schnee von gestern und so weiter. Ja, sagt er, das klingt ganz, ganz gut. Dann machen wir das telefonisch, dann brauchst du aber noch einen Namen. Dann dachte ich, ja, das ist doch klar. Ossi, weil ich Ostfriese bin, damals waren wir ja noch die Ossis. Ossi, ja. Und Drievemann von Drivemann, Fuhrmann, Ossi Drievemann hieß ich dann. Da habe ich 22 Sketche geschrieben, dann wurde es ein Schlagerradio. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht mittragen, obwohl ich Ressortleiter Sport war und Betriebsratsvorsitzender sogar. Ja, das geht nicht. Da wollte ich 4 Wochen Pause machen. 2 Wochen hat es angehalten. Ich hatte in der Zwischenzeit Helmut Schulte und Reinhold Beckmann kennengelernt. Dann bin ich zu Reinhold Beckmann marschiert, weil er gesagt hatte auf der Pressekonferenz der Vorstellung von Premiere, dass sie noch Leute brauchen, komm vorbei. Habe ich gesagt, hier bin ich, ich habe keine Ahnung vom Fernsehen, aber vielleicht wird das ja was. Ja, ist ja was geworden. Ja. Über 25 Jahre. Ganz bescheiden, kann man sagen. Das ist schon eine Nummer. Hat geklappt, aber wenn du jetzt so die ganze Zeit, wenn du hast so viel erzählt von früher, wenn wir schon bei früher sind, dein
allererstes Interview. Was ist das hier für ein Schnipsel? Da hat Stefan Schnorr den hier gelassen. So. Das ist der, das ist der Scouting-Zettel des VfB Lübeck. Ach, er hat einen Zettel, wie Lehmann damals. Ja, ne? Ja. Von Tor, ja. Aber er hat ihn nicht besetzen, sondern... Du meinst erstes, allererstes Interview? Allererstes Tom Tollen ist ein Field-Reporter beim WDR, auch jetzt wieder und so lange Zeit. Bei Arne Zeigler macht er immer hier Fußballgott, mhm, die Geschichte. Der hatte sich den Fuß verknackst und ich hatte, war ordentlich angezogen. Das war ich ja nicht immer in meinem Leben. Ja, nicht immer, aber da ja. Sakko, Hemd und so, dann guckt Jörg Dahmann, der war zwischenzeitlich Interimschef da, weil Reinhard Beckmann zu Sat 1 gegangen ist. Dann guckt er in die Runde. Ich sah wohl einigermaßen aus. Rollo, jetzt bist du dran. 3 Stunden vorm Spiel, ich 7-mal auf Toilette und war im Westfalenstadion. 70.000 oder wie viele da waren, und dann als allererstes Interview in der Halbzeit Ottmar Hitzfeld. Das ist ein Schmackel. Ja, und ich war so aufgeregt vorher, aber dann, als ich das gemacht habe, war alles okay, wie immer. Ich so soll es sein. Immer noch jedes Mal Anspannung gehabt, aber dann, cool, sobald ich auf Sendung war, so wie hier jetzt, ne? Mhm. Ja. Gerade war ich noch ganz aufgeregt. Ja, liegt auch an den Gästen. Das ist natürlich auch wieder hochklassig heute Abend. Ja, wir müssen aber trotzdem noch mal ernst werden. Es gab jetzt tatsächlich noch mal ganz ernst. Es gab einen Moment in deiner Karriere, da warst du der allererste, der über den Selbstmordversuch von Babak Rafati, dem Schiedsrichter, damals berichtet hat. Wenn du jetzt im Nachhinein an diesen Moment denkst, du warst ja im Prinzip der, der verkündet hat, dieses Spiel findet nicht statt heute. Das ist der beste Beweis, dass ich aus dieser Schalke-Nummer gelernt habe. So, so kann man. Da habe ich nämlich dreimal nachgefragt. Ich sage, stimmt das auch? Ist das? Weil kein anderer, keine Meldung über dpa oder Bild, nichts. Nur wir wussten das. Und dann hat unser Chef gesagt, ja, es stimmt. Und dann musste ich das verkünden. Und dann musst du das eben in einer Art und Weise verkünden, die irgendwo auch angemessen ist. Weil das ist natürlich eine ganz schlimme Sache. Und für mich war das auch ganz wichtig irgendwie, dass ich, wie gesagt, ich habe immer danach mehrfach bei solchen Geschichten auch nachgefragt, wie weit ist das? Also stimmt das alles und so und so fort. Habe ich beim ersten Mal eigentlich auch versucht, da hätten sie mich ja vom Sender nehmen können bei Schalke, haben sie aber nicht gemacht. Nachher haben sie gesagt, sie haben nichts gehört. Ja, aber dann bringt man mich nicht auf Sendung. Ist halt passiert. Ja, Schalke war ja da. Wenn es solches Moment nicht geben würde, hätten wir wenig zu erzählen. Ja. Richtig. Und wenn wir schon bei der Vergangenheit sind, dann kommen wir doch auch direkt auf 2014, Raphael van der Vaart. HSV-Niederlage in Stuttgart. Und so richtig Bock gehabt gegen dich Stuttgart. Hat er nicht. Ne? Gegen Stuttgart? Richtig, gegen Stuttgart, aber er hat, richtig Lust gehabt hat er nicht. Aber, ne? Ja, aber ich hatte die bildlichen Beweise. Ne? Ich hatte nur 1,15, habe ihm beide Szenen vorgeführt und habe ihm gesagt, warum sind sie da nicht hinterhergelaufen? Ne? Guckt er mir an. Hast du schlecht geschlafen? Was stellst du für komische Fragen? Und so, ne? Ja, er guckt auch und so weiter, ne? Ja, aber am nächsten Tag hat er sich entschuldigt, war alles klar, wir sind beste Freunde. Jetzt ist er ja in Esbjerg, meine sozusagen zweite Heimat, in Köpingfjord, wo ich immer gesurft habe. Vielleicht besuche ich ihn da mal. Aber dann habe ich gut geschlafen. Gut geschlafen hast du sicherlich auch vor dem Spiel letztes Jahr West Ham United gegen Altona 93. Da warst du Stadionsprecher mal wieder. Gastsprecher. Weil der normale Stadionsprecher im Urlaub war. Ja. Aber dann fragt das man. Das mache ich gern für Altona 93. Das glaube ich, aber deswegen meine Frage: Was verbindet dich denn zum Hamburger Amateurfußball? Weil ich den Altona 93 liebe eigentlich Amateurfußball, weil da ehrlicher Fußball ist. Da kannst du meckern, da kriegst du Bratwurst Bier und du kannst mit dem Schiedsrichter schimpfen. Einmal wollte mir ein Schiedsrichter echt vom Platz schmeißen, weil ich da gemeckert habe. Also nicht in Altona. Ehrlich? Ja. Da, sie können mich gar nicht, weil ich bin hier von der Presse und so weiter. Ich kann sagen, was ich will. Ja, hat er auch nicht gemacht, aber er war nahe dran, ne? Aber er war auch scheiße. Immer klare Ansage, so sehe ich das auch. Man muss das auf den Punkt bringen. Nutzt alles nichts. Drumherum reden, kommen wir nicht weiter. Das ist richtig. Du bist, ne? Abschließend nochmal, du bist St. Pauli-Mitglied? Ja, auch seit 30 Jahren. Ich habe eine silberne Ehrennadel. So. Oh! Applaus, Applaus, Applaus! Aber, und nun kommt ja die wichtige Frage. Wir haben ja dieses Jahr das wunderschöne Hamburger Stadtderby endlich mal wieder. Ja. Wie geht's aus?
Du stellst auch Fragen. Also ich freue mich darauf. Ich hätte es lieber in der ersten Liga gehabt. Ich kann auch nur allen sagen, aber das hätten wir alle. Momentan, ich zahle auch gern 3 Euro. Ball flach halten hier. Also der HSV, sage ich, kommt noch. Und St. Pauli hat ein schweres Auftaktprogramm. Und es ist toll, dass sie so gestartet sind. Also ich hoffe, ganz ehrlich, dass das beide Vereine in zumindest, sagen wir mal so, ruhigen Fahrwasser austragen können bis dato. 8. Spieltag, 30. September, dass da keiner unter Druck steht und so. Ich wünsche mir eigentlich, am liebsten wäre mir, wenn beide aufsteigen würden, ehrlich gesagt. Das wäre schön. Da würde mich auch riesig freuen. Dann hätten wir da in der ersten Liga. Ja, ich habe aber ernsthaft im zweiten Jahr. Nein, abwarten. Stefan Schnur hat das ja schon gesagt. Die Euphorie, die ist ja vom Verein, von den Fans, von dem Boulevard mitgetragen worden. Das ist einfach nicht angebracht, ehrlich gesagt. Die zweite Liga ist ein ganz hartes Brot. Jo. Sandhausen ist genauso hart wie Heidenheim. Und ich habe jetzt einige Spiele am Wochenende gesehen. Das ist ganz schwer für alle Vereine. Auch Bochum, obwohl sie gegen Köln verloren haben, waren eigentlich besser in der ersten Halbzeit. Also ich sage, da eine Prognose abzugeben, weil alle schon sagten, ja, Köln und HSV steigen auf, das ist schon völlig klar. Das sehe ich so noch nicht. Und deshalb finde ich, mal die Euphorie ein bisschen bremsen und an die Arbeit gehen. Also das halte ich sowieso für besser. Und diese Rederei vorher und die ganze Spekulation, wenn man gewinnt, ist man in Europa, wenn man verliert, ist man abgestiegen. Das ist alles blödsinnig und Quatsch. Also und wir haben, wenn ich habe auch getwittert dann, nur mal ruhig Blut oder so. Oder ist schon jemand auf oder abgestiegen? Erster Spieltag. Ich meine. Also wenn man davon ausgeht, letztes Jahr waren wir die ersten 2 Spieltage mal mit Tabellenführer. Ja, da waren wir schon. So gesehen ist dieses letzte Tabellenende, kann das nur besser werden. Ne? Ja, ach so, ganz ruhig bleiben. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Es kann nur besser werden. Es muss besser werden. Wolf mal wieder, mein lieber Rollo, es war mir eine wirklich große Freude, dass du heute da warst. Und es schmückt unsere Sendung, mit einem Kultmoderator wie dir protzen zu dürfen. Ja. Ihr fragt ja gar nicht, was ich jetzt mache. Ja, was machst du denn jetzt? Ja, weiter, es geht immer weiter. Ja, dann erzähl bitte. Ja, das ist doch eine Kardinalfrage. Erzähl. Ich schreibe Kolumnen, und zwar für die Nordwestzeitung, für die Süker Kreiszeitung, also Werder, und für die Hamburger Morgenpost. Ah ja. So, und die nächste Kolumne kommt, glaube ich, am Donnerstag, und da kann man das auch noch vieles nochmal nachlesen, wie ich die Lage hier beurteile. Ja, und dann mache ich noch so verschiedene Sachen, so Sportbasar zum Beispiel. So. Oder sowas hier zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch. Ja, aber bei uns gibt es ja kein Geld. Dann bei uns ist das ja reine Freundschaft. Du bei der Mikro gibt es auch kein Geld mehr. Doch, da gibt es Geld. Aber wenn du wüsstest, wie viele Sachen ich ohne Geld mache, ne? Also nee, ich meine das nicht. Charity-Veranstaltung. Ich meine das nicht unehrenhaft, sondern in keiner Weise. Übrigens ist das auch super, wenn einen doch viele Leute kennen. Ich habe das von der vorletzten Saison, HSV Wolfsburg war mein letztes Spiel, bin ich mit Bier übergossen worden. Und dann dachte ich, was machst du jetzt mit den Klamotten? Und so dachte ich, wegschmeißen, reinigen, gebrauchen tust du nicht mehr. Habe ich sie versteigert. Für 1000 Euro ist es weggegangen an den Redaktionsleiter von RTL. Der ist extra hier angeflogen gekommen, hat 1000 Euro bezahlt. Das heißt, wir haben das zusammen der Sternenbrücke Kinderhospiz übergeben. Sehr gut. Und ich finde, sowas ist einfach geil. Und ich finde, Applaus. Das finde ich gut. Ja, wirklich. Ich finde, gerade wenn du da auf dem Platz stehst, finde ich, wir haben alle die Verpflichtung. Ich bin auch bei Kicken mit Herz im September wieder dabei. Und ich mache auch sogar Privates. Also wir haben alle die Verpflichtung, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, dem auch Rechnung zu tragen und dankbar zu sein. Weil ohne die Öffentlichkeit wäre ich nicht da oder hätte ich nicht das machen können. Gute Einstellung. Ja, und wenn du mal heiratest oder so, oder falls du sowas hast, dann mache ich auch für dich noch ein Video. Trauzeuge wäre besser. Mit dir als Trauzeuge kann ich die jederzeit annullieren lassen. Ja. Ich aber auch. Nee, Rollo, prima. Gibt es uns sonst etwas, was du uns mitteilen möchtest? Weil wir möchten ja nicht das Wort abschneiden, Gott bewahre. Nein, es war, also ich bin ja aus Friese und war noch einmal im Leben war ich in der Sauna. Und heute ist das zweite Mal. Ja. Aber es gibt keinen Aufguss. Ja, die gibt es unten in den unteren Gewächern. Ja, super. Okay, dann bedanken wir uns recht herzlich für die heutige Sendung bei den netten Studiogästen, die alle hier waren. Wir bedanken uns dann bei unseren Gästen, wie gesagt, die auf der Bühne waren.
Und bitte jetzt Nadine, weil du deine Sand ist. Und der freie Rollo von der saunamäßigen Scheinwerferflut. MyBad EU. Übernachten Sie in unserem liebevoll sanierten Herrenhaus in Bergedorf. In möblierten 3-Sterne-Apartments. Modern eingerichtet mit Küche und Bad. Oder in einem unserer WG-Zimmer. Idyllisch im Grünen sowie am Wasser gelegen, trotzdem verkehrsgünstig. Und das günstiger als eine Jugendherberge. MyBad EU. Jung, sportlich, fair.